In unserer Serie Landwirtschaft geht es heute um ein umstrittenes und höchst sensibles Thema, um Düngemittel nämlich. Bettina Zeyertz hat sich in Straden ein Projekt angeschaut, bei dem es um die Reduzierung von Nitraten im Boden geht. Die Landwirtschaft und vor allem der Ackerbau wird oft mit erhöhten Nitratwerten im Boden in Verbindung gebracht. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges geändert. Und ein einzigartiges Projekt in der Südoststeiermark sagt dem Landwirt genau, wie viel er düngen darf. Für die einen ist es übel riechende Jauche, für die anderen wertvoller Dünger. Wir produzieren Ferkel hauptsächlich. Und das, was hinten ausrennt, hat einen Wert, wenn man das kaufen müsste, von ca. 12.000 Euro. Wenn sich der darin enthaltene Stickstoff mit Sauerstoff verbindet, entstehen sogenannte Nitrate. Genau diese belasten den Boden. Und die Obergrenze liegt bei 170 Kilogramm pro Hektar. Doch wie weiß das der Landwirt? Der Maschinenring Steiermark untersucht derzeit für 1.000 Betriebe Böden und Gülle. Das heißt, entlang der Mur von Graz bis Radkersburg sind so ziemlich flächendeckend alle Betriebe dabei. Ein Quad wird vor der Düngung per GPS übers Feld gelotst, im Zickzack. Und damit haben wir dann eigentlich einen Querschnitt über das ganze Feld. Er weiß, was brauchen die Pflanzen, und jetzt über uns erfasst er dann, was ist an Nährstoffen im Boden. Später wird dann auch die Gülle untersucht und damit in der Kombination wird ausgerechnet, was muss ich noch zusätzlich zukaufen an Nährstoffen. Dieses Düngemittelmanagement kann für die unterschiedlichsten Pflanzen, ob jetzt Mais oder Kürbis, individuell bereitgestellt werden. Das hilft nicht nur der Umwelt, auch dem Landwirt. Weil er gerne seine Düngegaben so spezifisch auf die Kultur und auf die entsprechenden Versorgungsgrade der Flächen abstimmen möchte, damit er möglichst gute Erträge erzielt, aber gleichzeitig eben auch das darunterliegende Grundwasser schützt. Der Landwirt Werner Fleischacker sieht seine 50 Hektar Ackerfläche durch diese Analysen optimal versorgt. Uns bringt schon was, weil wir das jetzt wirklich sorgfältig aufteilen können. Wir wissen, was drinnen ist. Wir wissen auch, was die Pflanzen brauchen. Und wir können gezielt darauf hindüngen. Die Bodenproben werden alle 4 Jahre genommen. Die Gülle wird jährlich kontrolliert. Dieses Düngemittelmanagement des Maschinenrings gibt es auch in anderen Bundesländern.